weiß gar nicht, wieso wir die Captain-Man-Hymne gesungen haben. Na, das war gerade die Eröffnung der Ray Games. Hier wird jetzt jeder körperlich und mental herausgefordert. Und der Sieger der Ray Games kriegt den Massagestuhl. Okay, ich bin zwar nervös, aber ich werde den Stuhl gewinnen. Also, die erste Runde. Ihr müsst der Schlange einen Hut aufsetzen. Was soll das? Wow, 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 wow. Alter, das ist doch verrückt. Was soll bitte der Blödsinn, der Schlange einen Hut aufzusetzen? Ihr wollt den Stuhl also gar nicht haben. Ich würde gerne den Stuhl gewinnen, aber das ist doch bescheuert. Ich möchte schon, aber das ist doch... Diese Schlange wollte sich nicht den Hut aufsetzen lassen. Der Letzte, der auf der Couch hockt, hat gewonnen. Alles okay. Mir ist nicht schwindelig. Sag Bescheid, wenn's schwierig wird. Mach es schwierig. Oh, oh. Okay, das ist schon schwierig. Schaltest du es jetzt wieder ab? Ich denke noch mal darüber nach. Ich hab gewonnen, du kannst wieder abschalten. Fred, schalte wieder ab! Oh, jetzt werde ich abschalten. Wer seine baumelnden Donuts auf isst, gewinnt diese Runde. Ist doch ein Kinderspiel. Mal sehen. Okay. Und jetzt futtert eure Donuts. Koseletti, Koseletti, Hoppadetti, Hoppadetti, ja, ja, ja. Fertig. Jasper hat schon wieder gewonnen. Was? Verarscht ihr mich? Ich will den Stuhl. Wenn ihr die gewinnen wollt, solltet ihr euer Gehirn benutzen. Na, haut das noch! Was müssen wir tun? Mehr Hirn einbringen als ein Monster. Pff, Monster gibt es gar nicht. Was ist mit deiner Schwester? Piper? Genau. Wenn einer von euch sie dazu bringt, ihm ihr Handy zu geben, ein Selfie zu machen, es mir zuschickt, aber unter ihrer Nummer, dann gewinnt er den Massagestuhl. Tochter eines Kartoffelpuffers. Piper, hey, kann ich mir dein Handy borgen? Ich würde gerne... Ich verstehe nicht, wieso hier jeder mein Handy haben möchte. Naja, also... Na, weil es einfach hyper-mega-radioaktive... Ach, Quatsch, ich spinne. Hör zu, mein Boss, der hat eine Wette aufgerufen und wer gewinnt, der kriegt einen super Massagestuhl. Ein Massagestuhl? Ja, und der Erste, der ihm von deinem Handy aus sein Selfie schickt, kriegt den Stuhl. Wir haben wohl einen Gewinner. Oh, na, das ist ja sehr überraschend. Wer ist es denn? Ist ja irre. Ich hab jetzt wieder ganz wundervolle Beine. Oh, ich freu mich für dich. Ich bin von einer Schlange gebissen worden. Hey, Piper. Ich ruf dich zurück. Wie findest du mein cooles Bowling-Outfit? Es leuchtet im Dunkeln. Weißt du, nur weil du ein Freund meines Bruders bist, müssen wir nicht miteinander reden. Okay. Dann sag Henry, dass ich hier bin. Henry ist weg. Er kann nicht weg sein, wir haben was vor. Tja, er hat was Besseres vor. Mit wem? Mit irgend so einer Tussi. Sie sind essen im Sotto Voce. Sotto Voce? Yep. Okay, tja. Dann gehe ich wohl mal nach Hause. Wow, wow, wow. Was? Du warst mit Henry verabredet. Er lässt sich sitzen und du sagst einfach, okay, tja, dann gehe ich wohl mal nach Hause. Was soll ich denn tun? Ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Mann sein? Aber... Wenn ich du wäre, würde ich sofort zum Sotto Voce radeln. Dann würde ich da reinlatschen, Henry sagen, dass er gemein ist. Und dann würde ich sein Gesicht nehmen und es voll in sein Essen manchen. Genau. Ich sollte ihm eine Lektion erteilen. Ja, das solltest du. Und jetzt hau hier ab. Du machst mich krank. Ich sollte Life-Coach werden. Hey, Henry, kennst du zufällig noch den hier? Wiedersehen, Jasper. Wenn ich du wäre, würde ich Henry sagen, dass er gemein ist und dann würde ich sein Gesicht nehmen und es voll in sein Essen manchen. Woran denkst du schon wieder? Deine Schwester. Was? Ja, und ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Willst du ihn da runterdrücken? Ja, was machst du da? Du hast mich gefleischwatscht. Ja, willst du noch mal? Henry! Alter,
Du benimmst dich komisch. Bis dann, Jasper. Ciao. Dass ich unser Essen versaut habe, tut mir echt leid. Und darum will ich es wieder gut machen. Willst du mit mir Abendessen? Ja, okay. Ich bin's! Jasper? Was suchst du denn hier? Rate mal, wo ich eben war. Im Supermarkt. Und rate, was ich gekauft habe. Dieses Stück Fleisch. Hör mal, es tut mir wirklich leid, dass... Du bist gefleischwatscht worden. Was ist mit Jaspers Metallplatte? Wie bitte? Na, Jasper hat eine Metallplatte im Kopf. Schon vergessen? Ja, das hat sich vergessen. Das hat mir aber niemand gesagt. Aber Jasper, das weißt du doch. Du wolltest, dass der Esel lernt, Fußball zu spielen und ja, da. Ja, ich habe vielen Tieren was beigebracht. Und jetzt mach die Kiste auf! Ich mach's dir. Na los! Meine Kopfplatte! Schiff, wie gesagt! Was tut ihr da? Hey, wo bist du gewesen, Kumpel? Ist das etwa ein Tyrannos-Stiefel? Der im Film von Tyrannos getragen wird? Ja. Oh, wichtig ist im Film Liebe. Er ist nicht wie der Tyrannos-Stiefel aus Ewigkeitskrieg. Wieder eine Überraschung. Jetzt wirklich nicht. Er ist der Tyrannos-Stiefel aus Ewigkeitskrieg. Oh nein! Was? Tyrannos. Und eins sage ich euch, ich verändere die Welt. Wir wissen, dass du ein Superweib bist. Macht euch bereit, es wird furchtbar. Hast du etwa eine Zerstörung geplant? Und alles ändert sich. Jetzt! Henry, zurzeit geht's mir nicht so gut. Haben wir gerade reingekriegt. Der Stiefel ist zurzeit richtig angesagt. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da klebt ein Kaugummi dran. Wer klebt ein Kaugummi auf den Laufsteg? Egal, er klebt an Rays Stiefel. Macht ihn ab, bevor Ray wiederkommt, wie Leute. Denn? Keine Angst, durch den Gefrierstrahler wird der Kaugummi eingehüllt mit Ultraeis. Dann schlagen wir einfach mit dem Hammer drauf und der Kaugummi zerspringt. Wow, aber können wir den Kaugummi nicht leichter vom Stiefel abkriegen? Ja, ich hol ein Taschentuch. Keins mehr drin, also einfrieren. Gut, Friri-Piri. Nur den Kaugummi, okay? Ich weiß, wie der Gefrierstrahler funktioniert. Was muss ich mir von diesem Bengel anhören? Was hat er? Ah. Ups. Jetzt ist der Stiefel gefroren. Mach den Kaugummi ab, Schwanz. Wen interessiert der Kaugummi? Ich will den Stiefel loswerden. Oh nein, Vorsicht! Oh Mann, nein! Hey, krass! Mein Kaugummi ist nicht kaputt. Nein, das ist nicht meiner. Also, was haltet ihr dann davon, wenn wir Bill Evils interdimensionalen Transporter nehmen damit würden? Damit in andere Dimensionen fliegen, die wie unsere sind, und uns den Tyrannos-Stiefel holen. Ja, eine Dimension wie unsere, aber ein paar kleine Unterschiede gibt es doch. Und zwar, zum Beispiel hören die Leute Charlotte zu und verhalten sich wie Katzen. Ach, es gibt eine Dimension, in der mir zugehört wird? Dann lass uns jetzt ganz schnell dahin dann fliegen, dann fliege ich okay? mit Jasper in die Katzendimension. Gut. Ja. Die Dimension ist echt total verrückt. Aber jetzt müssen wir uns den Stiefel schnappen und in unsere Dimension bringen. Moment, Moment, Moment. Was ist? Wir lenken sie jetzt ab. Seht
ihr das da auch? Oh ja, das sehe ich auch. Was ist das? Sieh mal, sieht ja aus wie eine Maus. Hier ist was zu futtern. Wonach seht ihr alle? Oh Mann, was ist das für ein springender Punkt? Keine Ahnung, aber den schnapp ich mir jetzt. Ach. Los, 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 geh schon. Habt ihr den Stiefel? Ja, ja, natürlich. Ach, Piper. Ich wünschte wirklich, ich könnte dieses Kleid live auf der Bühne sehen. Na, dann mach's doch. Wir gehen einfach zusammen hin. Jetzt fahr mal ein bisschen runter. Jasper, ich würde so gern mit dir dahin gehen. Das wäre schön. Hey, mach weiter, es läuft. Aber das geht leider nicht. Oh Mann, das war ja wohl deutlich, oder? Nein, aber das darfst du nicht falsch verstehen. Was? Nein, ich meinte, ich würde, wenn ich das Haus verlassen könnte. Aber ich kann es nicht. Ja, aber wenn du könntest? Nein, das ist leider völlig unmöglich. Ich bin gegen die Luft allergisch. Kid Danger! Was? Oh nein. Was ist mit Kid Danger? Er schuldet mir noch was. Ach, wirklich? Naja, ich weiß nicht, Jasper. Ich glaube. Doch, doch, es ist wahr und er könnte dich immer beschützen. Was, vor der Allergie? Nein, Blödsinn. Nein, aber ich meine ja, aber ich wollte ja eigentlich nur damit sagen, dass er total coole Geräte hat, weißt du? Was ist das? Stimmt's? Stimmt doch. Woher soll ich das wissen? Wow. Ich kann's einfach gar nicht fassen. Ich bin tatsächlich aus dem Haus gegangen. Ich finde, hier sieht's so echt aus. Ja, und vor allem bist du die verrückte Pflegerin losgeworden. Nein, ich bin da. Hi. Entschuldigung. Er stimmt ja. Ich bin verrückt. Ob sich hier im Keller befindet? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber wenn, dann finde ich ihn. Hey. Du bist bestimmt Bettina. Schön, dich zu treffen. Unsere erste Begegnung. Schön, dich zu treffen. Alter, Bro? Dieser Anzug, der ist so mega. Ich danke dir vielmals. Ich tue alles für den Kerl. Ja. Und warum hast du Jasper was geschuldet? Was hat er für dich getan? Ja, Jasper, wieso schulde ich dir noch was? Keine Ahnung. Oh, seht mal, Ringe über einen Kaktus werfen. Gewinnst du für mich einen Preis? Okay, ich versuch's. Na kommt schon, die können doch gar nicht gegen uns ankommen. Mama will einen Elch kaufen. Jasper, das war unglaublich. Ich möchte dich umarmen, aber dann würde mein Anzug kaputt gehen. Genau. Hier, Captain Man. Das hast du gerade beim Kampf fallen lassen. Oh, danke, Kleine, die ich gar nicht kenne. Erledigt. Ja, geschafft. Oh ja, wir haben mal wieder die Bürger von Swellview gerettet. Zeit für einen Siegertanz. Hey, jetzt mach doch mal einen Backflip. Was denn? Nein, nicht drüber nachdenken, mach's einfach. Meinst du, ich kann ja, das? Du kannst das. Ja? Okay, dann mach ich's. Okay, mach's. Geht los. Hey, du hast es geschafft. Jetzt kannst du. Bettina, der Anzug. Ach, der Anzug.
Ja, ich fahre sie. Na komm. Guter Schuss, Bro. Und was ist mit dem Backflip? Au, 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 au. Heute Abend kannst du mich Kid Danger nennen. Okay, cool. Ja. Du, kann ich dich was fragen? Klar. Dein Kostüm sieht nicht so aus wie das echte Kid Danger Kostüm. Wieso eigentlich? Oh, weißt du, bei diesem gefakten Kostüm kommt kein Gangster drauf, dass er wirklich den berühmten Kid Danger vor sich hat. Oh. Das macht Sinn, oder? Ja, klingt einleuchtend. Hey Leute, was ist? Klingeln wir jetzt irgendwo? Klar, es kann losgehen. Okay, reiche Leute haben super Süßzeug, also starten wir auf der Riverside. Und dann können wir zur... Wieso fängt deine Uhr immer zu piepen an? Das ist mein Boss von Junkenstuff. Ich muss zu ihm und... Ich komme mit dir mit. Nein! Wir wollten doch an den Haustüren klingeln. Hey, ich gehe mit Monika dann schon mal zur Riverside Street. Cool. Gut, wir kommen später nach. Klar. Bis dann. Sie da! Sofort aufhören! Hey, Sie! Sie in dem Wagen! Wow, coole Kluft. Hey Mann, das ist nicht nur eine Kluft. Ich bin der echte Kid Danger. Cool. Gib mir den Schraubenzieher. Wofür? Ich will einen Teil von dem Wagen klauen. Meine Einbruchswerkzeuge sind in der Tasche da. Sie spinnen wohl. Ich werde Ihnen noch keine Einbruchswerkzeuge geben. Sie, Sie sind verhaftet. Du bist echt drollig. Sekunde, ich komm raus. Hey. Bist du nicht Captain Mans neuer Partner? Das ist Kid Danger. Und der gibt Ihnen gleich was auf die Nuss. Ich regel das, okay? Würden Sie bitte nach Hause gehen? Ich wette, Captain Man lässt eine Menge Mäuse springen, um seinen kleinen Kid Danger zurückzubekommen. Wow, eigentlich sind wir ein gemeinnütziges Verbrechensbekämpfungsteam. Und ich glaube nicht, dass Captain Man... Gleich kriegen Sie es richtig. Bitte hör doch mal auf, mir zu helfen. Und du hör auf, dich zu wehren. Komm her. Captain Man! Oh, oh. Alter, die Tür war nicht mal abgeschlossen. Ich weiß, Jeff. Aber ich mag dich nicht. Deswegen habe ich die Tür eingetreten. Hey, was ist los? Wo sind meine fetten Mega-Burger? Das einzig Fette, was du bekommst, ist ein Zellenkumpel im Knast, klar? Okay, und wann kriege ich meine Million? Setz dich, du bist zu dumm für ein Gespräch. Hey, Kid Danger, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Danke, Boss. Ich habe mir nämlich auch welche um dich gemacht. Ja, ja. Du hättest mich nicht gebraucht, um einen kleinen Kriminellen wie Jeff da zu schnappen. Schon klar. Ich wollte mich gerade von den Fesseln befreien und den Typ was aufs Maul hauen. Okay, Kid Danger. Dann tu's. Hä? Zeig dem Kriminellen, wer der Boss ist. Ja, Kid Danger. Hau ihm eins aufs Maul. Ich stehe drauf, wenn Jungs sich prügeln. Okay. Den kriegst du dafür, weil du einfach in ein fremdes Auto eingebrochen bist und mich und Monika entführt hast. Wow. Das war für dich, Monika. Klasse, KD. Ja, gut gemacht, Kid Danger. Kann ich dich kurz sprechen? Ja, klar. Mein Boss braucht mich. Also, Captain Man. Ja? Ich bin nicht der echte Kid Danger. Ich weiß das. Hey, würdet ihr auf meinen Klassenpapagei aufpassen? Was hast du da in deinem Gesicht?
Tja, ein Bart ist smart. Mein neuen Schnurrbart, gefällt der dir? Ich darf dir doch ehrlich meine Meinung sagen, oder? Dankeschön. Ich liebe deinen Schnurrbart. Was? Ich liebe den Schnurrbart. Liebe den Schnurrbart. Liebe den Schnurrbart. Otto liebt ihn auch. Woher hast du den Vogel? Das ist unser Klassenpapagei Otto. Und ich soll ihn übers Wochenende betreuen. Oh, na wie geht's denn, Kumpel? Mein Name ist... Ah. Ja, angefasst zu werden mag er nicht. Mag er nicht! Er kann also sprechen? Weißt du, er schnappt ab und zu ein paar Wörter auf und wiederholt sie manchmal. Otto, sag, Jasper hat einen tollen Schnurrbart. Einen tollen Schnurrbart? Hey, das ist ja toll. Ich hol schnell das Vogelfutter aus meinem Wagen, denn ich habe einen Führerschein. Aber so durch ein Versehen das immer. Wissen wir bereits. Wir müssen jetzt weiter Geschichte lernen. Was? Was soll die Vergangenheit? Wir haben doch hier einen sprechenden Vogel und einen Bart in der Gegenwart. Weißt du was? Es könnte aber auch einen Bart in deiner Zukunft geben. Ich lass mir einen Bart wachsen? Ja, dann hast du einen Bart als Henry Hart und als Kid Danger. Also wenn ich einen Bart hätte, dann wäre ich bestimmt Man Danger. Ich krieg Gänsehaut. Hey, seid lieber still. Warum? Was ist, wenn Piper reinkommt und Otto gerade sagt, Henry ist Kid Danger? Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Henry ist Kid Danger! Seht ihr, und genau das sollte nicht passieren. Schluss mit der Küsserei. Wir haben unten eine Krise. Was? Wir haben nicht geküsst. Ich wollte sie bloß von der Spange befreien. Ja, ich musste sie in den Mund nehmen und nun steckt sie fest. Hey, meine Spangendose. Wo habt ihr sie gefunden? Was? Das ist deine Spange? Wenn sie in dieser Dose war, dann ja. Eigentlich küsst du gerade mich. Grauenvoll, 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 grauenvoll. Und wo ist Otto? Henry ist Kid Danger! Hey, wir haben hier ein Problem. Also, was ist los? Ich wollte mir Jaspers Schnurrbart ansehen. Hey, Jasper, komm her. Doch, Captain Man, der Schnurrbart ist ja echt krass. Hey, ihr verarscht mich doch. Schwarz! Hey, der Schnurrbart von Jasper ist der Wahnsinn. Er gefällt euch? Oh ja, das ist ein sehr schmeichelnder kleiner Lippenpulli. Die ganze Welt ist verrückt geworden. Ja, auf den Schnurrbart von Jasper ist sie ganz verrückt. Du kriegst nicht Alter hören, mein Junge. Ja! Wir können uns später liebevoll mit Jaspers Bart beschäftigen. Wir können nicht, wir müssen. Es geht hier um Pipers Papagei. Der weiß, dass ich Kid Danger bin. Und was bitte soll ich jetzt tun? Ich hab ihn in meinem Schrank versteckt, damit nicht ganz Wavy davon erfährt. Hast du dir ja ganz schön was eingebrockt, mein Freund? Ja, ich hab mir was überlegt. Ich werde in ein Zoogeschäft gehen und mir einen Papagei aussuchen, der genauso aussieht. Nein, 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 das ist blöd. Okay. Du brauchst jetzt einen Vogelklon. Was? Kannst du das hinbekommen? Ja, er kann es hinbekommen. Brauchst du eine Feder? Ja, er braucht eine Feder. Hey, okay, Leute, na los, macht Platz, bildet eine Schneise. Hey, da ist der Captain Man. Ja, und der hat den richtigen Otto gefunden. Oh. Du hast Otto gefunden? Ja, natürlich, Schätzchen. Hier ist er. Hey! Hey. Oh. Hey, was ist denn mit ihm los? War der Ärmste etwa in der Mikrowelle? Ach, na ja, weißt du, der Vogelnepper hat ihn nicht unbedingt liebevoll behandelt. Aber ich hab die Typen erwischt und hab sie verkloppt. Yeah! Völlig fertig gemacht! Klasse! Klasse! Du bist wieder da, liebe Freunde! Yeah! Hey, Otto! 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 Man! Captain Man! Ich kann alles verkaufen. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich schlag vor, wir sagen einfach Jasper, dass ich Kid Danger bin. Das war charmant. Nein! Nein, 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 nichts da. Und wieso nicht? Was kann schon als Schlimmstes passieren? Das Schlimmste wäre, wenn Jasper es überall rumerzählt und dann alle Welt weiß, dass Henry Kid Danger ist. Dann werden üble Typen ihn verfolgen und rausbekommen, wo die Manhöhle ist. Dann wissen sie, wie sie an uns beide rankommen und können den ganzen Laden in die Luft jagen. Und dann werden sie rausfinden, wo Henry wohnt und das bringt ihn und seine ganze Familie in gewaltige Gefahr. Okay, aber abgesehen davon...
Niemand. Weder Jasper noch irgendjemand sonst darf erfahren, dass Henry Kid Danger ist. Und wenn ich verspreche, dass er das Geheimnis für sich behält? Du kannst es nicht garantieren. Na schön. Wieso testen wir da nicht einfach Jasper? Dann wissen wir es. Ja, gut. Wovon redet ihr hier bitte? Wir erfinden ein spannendes und sagen wir mal pikantes Geheimnis. Ja. Und wenn Jasper das dann während einer ganzen Woche für sich behält, wissen wir können ihm vertrauen. Was sagst du? Okay. Aber ich darf mir das Geheimnis ausdenken. Klar. Deal, warum nicht? Na schön. Und welches Geheimnis verraten wir ihm? Dass du und Henry, dass ihr beide ein Liebespaar seid. Hey! Also, es gibt da was, was wir beide dir unbedingt erzählen wollen. Aber zuerst musst du uns versprechen, du musst uns schwören, dass du dieses Geheimnis niemandem verraten wirst. Keine Sorge, ich kann Geheimnisse wahren. Kannst du? Ja, ich habe Charlotte nie erzählt, dass du ihren Goldfisch umgebracht hast. Was? Du hast das gerade nicht gesagt! Du hast Nemo umgebracht? Hey, nicht abschweifen! Okay, und jetzt wollen wir dir ein Riesengeheimnis verraten. Aber du musst unbedingt schwören, dass du es keinem verraten wirst. Wirklich niemandem. Ich schwöre es, bei Nemos Grab. Red nicht immer wieder über Nemo. Ich glaub's einfach nicht, du hast ihn ermordet. Ich hab ihn gekritzelt, da bekam er einen Herzinfarkt. Es war nicht meine Schuld. Charlotte und ich, wir beide sind ein Paar. Du? Sie? Du und sie? Du und er? Na! Was? Hallo? Ich weiß, was du willst. Du musst dauernd an etwas denken. Träumst davon. Denkst daran und träumst davon. Ich will diesen Eimer. Das weiß ich doch. $60. Doppelt so viel, wie du wolltest. Ich dachte, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich weiß, du hast ein Geheimnis. Und wenn du willst, dass ich dir den Eimer verkaufe, solltest du besser endlich mal reden. War das Geheimnis, Kumpel? Nicht zusammenbrechen, Jasper. Ich werde dir mein Geheimnis auf keinen Fall verraten. Das ist ein simples Geschäft und nichts weiter. Meine $60 für Tutanchamuns Eimer. Kein Deal. Koch schon. Ich sag dir was. Du kriegst ihn sogar umsonst. Umsonst? Ja, verrat mir nur dein kleines Geheimnis. Oh Mann, das ist heftig. Müssen wir echt all die Glühbirnen rausschrauben und wieder reinschrauben? Nein, pst. Na, was sagst du, mein Sohn? Eimer gegen Geheimnis. Sekunde. Aber ich verrate dir nicht mein Geheimnis. Ist doch nicht nötig. Henry und Charlotte haben es mir eben selbst erzählt. Wirklich? Sie haben dir echt verraten, dass sie ein Paar sind? Nein, aber das hast du gerade getan. Oh nein! Verflixt! Ich hab recht und ihr liegt falsch. Ich hab recht und ihr liegt falsch. Ich hab recht und ihr liegt falsch. Jetzt schalt schon den Ton an. Ich versuch's ja. Ich hab recht und ihr liegt falsch. Ich hab recht. Das hier habe ich verdient. Sind wir soweit? Ja, sind wir denn überhaupt schon verbunden? Wieso dauert das denn so lange? Es war viel schwieriger, als ich dachte, die Anzüge so zu modifizieren, dass sie die Signale von den Anzügen der beiden empfangen. Wie funktioniert das? Es hat überhaupt keinen Zweck, dir das zu erklären, weil nur Charlotte das verstehen würde. Hey, nur sie ist schlau, meinst du? Ja. Ja, du hast recht. Hey, wenn das funktioniert, dann seid ihr beide in der Lage, Captain Man und Key zu kontrollieren. Genau auf die gleiche Art wie den Bären und das haarige Monster. Ja, das ist richtig. Stimmt. Und gleich werden wir zu Bartsch geschickt. Und dann muss der Typ das Handtuch werfen. Wenn wir da sind, bringst du den Spruch nochmal an. Da passiert was. Das ist ja so cool. Wow.
Wow, wir sind ja ein und derselbe. Jetzt mal nicht übertreiben, ja? Komm. Ist das blöd, dass ich jetzt pinkeln muss? Ja, es ist sehr blöd. Dann vergiss es. Achtung, zugreifen. Okay. Wahnsinn. Mann, ist ja irre. Verrückt. Die Kampfanzüge machen einen super stark, oder? Ja. Was hast du vor? Oh, das war ja echt super. Seht mal her, ich bin ein Superheld, Leute. Ein Schritt zu weit und ich mach dich breit. Du bist kein Superheld, okay? Arm hoch, wer mich für einen Superhelden hält. Jasper, nimm meinen Arm runter. Okay. Verflucht! Jasper, Attacke! Das war nicht der Plan! Ist der King zu sprechen, Alter? Ihr seid doch vollgesprüht worden. Wieso könnt ihr euch bewegen? Das soll nicht dein Problem sein, Bargeline. Ja, yeah, aber eine Sache wird jetzt doch dein Problem sein. Unsere Fäuste! Tja, gut, dass hier so viele Handtücher liegen. Denn du brauchst was zum Abwischen für dein Gesicht. Falls uns jemand hört, das wäre ein guter Zeitpunkt, um mit dem Kampf anzufangen. Okay. Oh, sorry. Hey, du läufst gegen die Tür. Dreh dich um. Mm. Ja, ich versuch's. Und jetzt treten. Er steht genau vor dir. Du liegst auf dem Boden. Los, steh auf. Schrei mich nicht so an. Hey, er ist rechts von dir. Wo sind sie denn hin? Charlotte, erledigst du das für mich? Das andere rechts. Captain Man, ich brauche Hilfe. Ja, wieso schlagen wir denn auf eine Waschmaschine ein? Ja. In Videospielen sind da manchmal Münzen drin. Das hier ist aber kein Videospiel. Oh, seht euch das an. Und was machen wir jetzt? Du fühlst dich als Sieger, hä? Aber ich sprühe vor Energie. Na und? Mach ihn fertig! Jasper, was soll der Unsinn? Tut mir leid! Ich brauch Hilfe! Ich geb mir ja Mühe, aber es funktioniert nicht! Hey, Captain, ich brauch Hilfe! Was mache ich jetzt? Jetzt greift ihr schnell die Schlabbersprühflasche und sprüht Orange ins Gesicht! Gib sie auf! Sehr gut, ja. Gib sie auf! Gib die Flasche auf! Versuche ich ja! Was ist los mit dir? Mir wird ganz schwarz vor Augen! Hey, sie liegt doch hier! Heb sie auf! Schrei mich nicht so an! Wenn du endlich die Flasche aufhebst und Bartsch damit besprühst, dann bist du ein echter Superheld! Dann geh jetzt rüber und besprüh Bartsch damit. Okay. Das ist für dich. Nein, ich glaub's nicht. Sorry. Gut gemacht. Ein Siegertanz. Nein, da. Ich bin ein Superheld, okay? Wow, coole Schule. Danke. Oh, Charlotte, Henry. Hätte nicht erwartet, euch zwei hier zu sehen. Wieso nicht? Wir gehen hier jeden Tag zur Schule. Und hier unten haben wir unsere Schränke. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also, darf ich euch meine Freundin vorstellen? Courtney. Hi, ist super, euch kennenzulernen. Jasper hat mir schon so viel von euch erzählt. Okay, hat er dich an der Bushaltestelle aufgegabelt? Und dir 50 Cent gezahlt, damit du so tust, als wärst du seine Freundin? 50 Cent? Guckt sie euch an. Er ist
also dein Freund? Das will ich ja mal hoffen. Um ihn zu sehen, habe ich gerade stundenlang in einem Bus gesessen. Ich habe 20% von dem Ticket gezahlt. Wieso? Bist du nicht schon früher mal in 12 View gewesen? Weil ich in meinem Haus kein Gästezimmer habe. Und als Charlotte gesagt hat, Courtney kann bei ihr wohnen, habe ich sie eingeladen. Aber ich wusste nicht, dass sie echt ist. Und ob sie das ist? Willst du sie anfassen? Nein! Dann rufe ich schnell meine Mom an und sag, dass ihr beide kommt. Toll! Super! Hey, warte hier. Ich werde mal die Jungs suchen. Dann bringe ich sie her und zeig ihnen, dass du wirklich existierst. Hey, Jungs! Wow, du bist ein tolles Mädchen. Jasper hat echt Glück. Danke. Er erzählt auch nur Gutes über dich und Charlotte. Naja, Jasper ist mein bester Freund seit der Ewigkeit und er liebt Charlotte. Ja, wie meinst du das? Hä? Du hast gesagt, Jasper liebt Charlotte. Ja, weißt du, sie sind wie... Oh, nein, 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 warte, ich hab nicht gemeint, er liebt sie. Und sind hier noch mehr Mädchen, die Jasper liebt, Henry? Nein, nein, nur Charlotte. Na toll, dann ist es wahr, er liebt sie. Nein, sie stehen sich bloß nah, weißt du, oh mein Gott! Hi! Also, ich hab mit meiner Mom telefoniert. Sie sagt, kein Problem. Gut. Hey, schau. Charlotte! Was? Wieso guckst du die Bilder von Jaspers Freundin an? Weil sie versucht, mich umzubringen! Was? Sie hat gestern irgendwie mein Deckenventilator lose geschraubt. Der ist runtergefallen und hat mich fast geköpft! Warum sollte Courtney dir wehtun wollen? Keine Ahnung! Es ist, als wäre sie eifersüchtig. Warum ist sie auf mich eifersüchtig? Was heißt bitte? Neulich in der Schule habe ich vielleicht dafür gesorgt, dass Courtney denkt, dass Jasper irgendwie dich liebt. Wieso verbreitest du so einen Quatsch? Weil er dich tatsächlich liebt. Als guter Freund. Aber das rafft sie nicht. Ja, anscheinend hat sie nur gerafft, dass sie mich jetzt töten muss. Hey, wie geht's dir? Wieso steigst du aus dem Bett? Oh, ich wollte nur kurz ins Badezimmer. Warte. Ja? Hör zu. Ich weiß, dass Henry dir erzählt hat, Jasper liebt mich. Oh, na ja. Ja, das hat er. Okay, aber ich will, dass du das richtig verstehst. Er meinte, wir sind nur Freunde. Ich verspreche dir, ich versuche nicht, dir Jasper wegzunehmen oder sowas in der Art. Oh, vielen Dank. Dass du mir das gesagt hast, finde ich echt super. Siehst du, sie ist nicht durchgeknallt. Ihr schuldet mir beide eine Entschuldigung. Nein, Süßi macht vielleicht jetzt einen auf süß, aber ich sag dir, was sie braucht. Ganz dringend Hilfe. Sie wirkt auf mich ziemlich nett. Dann erklär mir, wieso der Deckenventilator mir fast auf den Kopf gefallen ist. Halt dich gefälligst fern von meinem Mann! Okay, vielleicht braucht sie ja Hilfe.